Naja, der Beginn von härteren Metal, also Thrash Speed Metal, wie ich immer es nennt, der war eigentlich Mitte 80er im Wald, oder 84 hätte ich gesagt. Also da ist es immer härter und schneller geworden und war natürlich extremer Fan von dem Ganzen und habe das verfolgt und habe das halt geliebt und konsumiert. Und 1986 dann auch, naja, eigentlich 1985 mein erstes Schlagzeug bekommen, aber das war keine richtige Band, das war eigentlich nur Lärm. Und dann 1986 die erste richtige, unter Anführungszeichen, Band gehabt, die hat geheißen Carnage. Und das war eine Viererbesetzung und das war, ja, Thrash Metal mit starkem Voivod-Einfluss und ein bisschen punkig natürlich, weil es halt neusig war. Das war 86, 87 und da haben wir eine Demo aufgenommen und ein bisschen live gespielt und in Wahrheit habe ich da gelernt, Schlagzeug zu spielen. Beim Proben oder beim, ja, wenn man das Proben nennen kann, beim Herumlärmen. Da habe ich eigentlich angefangen, Schlagzeug zu spielen und das zu lernen auch autark. Und das hat sich dann irgendwie aufgelöst, Herbst 87. Das letzte Mal, glaube ich, haben wir gespielt im Oktober, November 87. Und da war im letzten halben Jahr schon ein Session-Gitarrist dabei. Das war der Cugino, der dann später mit mir Bandschein gemacht hat. Der war, mit dem haben wir den Proberaum geteilt, ja? Also Carnage mit seinem, der hat nie eine Band gehabt, aber der wollte halt auch eine Band haben, aber der hat es nicht zu einer Band geschafft. Und dann ist er zum Session-Gitarristen geworden, sprich, wir haben dann live zu fünf gespielt. Meistens aber hat dann der eigentliche Gitarrist nicht mehr mitgespielt, weil er keine Lust mehr gehabt hat zum Live-Spielen. Das war eine total schräge Geschichte. Und dann war es eh wieder eine Viererpartie. Und der Session-Gitarrist war dann irgendwie eigentlich der Gitarrist von der Band. Und wurscht. Und wie sich diese Band dann erübrigt hat, habe ich mit dem weiter gespielt natürlich, oder weiter Sessions gemacht, zu zweit, 87. Und dann kam es zur ersten richtigen Probe Anfang 88 mit dem Berkowski, mit dem Bassist. Auch nur deswegen, weil der einen Proberaum, wir haben dann keinen Proberaum mehr gehabt und dann der hat eine Band gehabt und einen Proberaum gehabt und das war der Grund, warum er unser Bassist geworden ist. Ja? Nicht, weil er, man, der hat nicht spielen können, auch, das schon, und er hat einen guten Bassound gehabt. Das war so eine Volvo-lastige Partie, die der gehabt hat. Und, aber das Hauptding war eigentlich der Proberaum. Das Equipment, was durchgestanden ist, war für uns super. Ne? Und der Typ hat Zeit gehabt und Lust gehabt und hat einen guten Bossan gehabt und auch spielen können. Und deswegen hat dann Februar 88 das begonnen unter Bungent und es ist dann sehr, sehr schnell alles gegangen. Das hat sich dann, war ja Selbstläufer. Also Bungent war ja keine trendy Band, die da irgendwas nachgemacht hat, irgendwem, sondern wir waren halt beeinflusst von extremer Musik und wollten das noch extremer machen. Und die Bands, die quasi unser Haupteinfluss waren, die waren keine etablierten Bands. Das waren Bands genauso mehr oder weniger dann wie wir, die halt auch nur Kassetten ausgebracht haben. Das Ganze ist aus dem Tape Trading entstanden. Ne? Und mein Ziel war eigentlich, einen Status in der Tape Trading Szene zu bekriegen. Ja? Und eben nicht einmal von einem Album geträumt. Ja? Also soweit ist das gar nicht gegangen, die Vorstellungskraft. Ja? Weil früher waren Plattenverträge sehr schwer zu kriegen, ja, würde man behaupten. Noch dazu waren es alles, fast alles nur Major Labels. Es gab dann schon ein paar Ausreißer, Roadrunner und so, ja, das, aber dann schon, die waren schon so groß dann auch, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, jetzt als kleine Heiselband da, braucht man gar nicht kontaktieren. Ja. Mein Nuclear Blast gab es da gar nicht zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise ist entstanden als kleines Punk-Label. Ja. Und da gab es dann kleine Labels schon auch, aber eher im Punk-Hardcore, nicht beim Metal. Ja. Also das war weit entfernt und deswegen war eigentlich eine Demo machen, eine Demo rausbringen und in diesen Demo-Kreisen, sprich Tape-Trading-Kreisen und Fanzine-Kreisen, Fanzines waren auf der ganzen Welt, meistens fotokopiert, manchmal gedruckt, da hat sich eine Subkultur entwickelt, ein Underground, ja, und das war eigentlich, da wollte ich einen Status kriegen oder einen Namen kriegen, das war eigentlich das Ziel, ja. Und wenn ich irgendwo live spielen kann, dann freue ich mich auch drüber, ja. Aber das wurde dann sehr schnell erreicht. Ja. Aber auch nur, weil ich schon Jahre vorher begonnen habe, oder als Fan in dieser Tape-Trading-Szene drinnen war und habe halt durch Zufall oder auch nicht, wie auch immer, viele Schlüsselkontakte gehabt, auf der ganzen Welt verteilt,
Die haben entweder, waren das nur Sammler oder Fans, so wie ich, oder sie haben Fansein betrieben auch noch. Und dadurch wusste ich, wenn ich das dem schicken tue, dann wird sich das sehr schnell weiterverbreiten durch Kopien. Ne? Das war auch erlaubt und das war auch erwünscht eigentlich. Ja? Also ich habe dann schon welche verkauft, aber im Prinzip habe ich gewusst, wenn ich 100 verkaufe, haben es in einem halben Jahr 1000 Leute wahrscheinlich oder 2000, ja, als Kopie. Und wahrscheinlich waren sie sogar noch extremer, noch schneller verbreitet, als ich mir vorstellen konnte. Weil dann plötzlich kam schon Post. Du musst dir so vorstellen, es gab nicht einmal noch Fax. Ja. Das ist alles eigentlich über Briefkontakt passiert. Also alles mit hartgeschriebenen Brief und da sind ein paar Geldscheine eingesteckt worden oder Antwortscheine, Postantwortscheine, das werden die Leute auch nicht mehr kennen. Und dann hast du Tauschlisten hineingegeben, was du alles hast und was du alles willst oder was du suchst. Und dann ist getauscht worden. Dann hast du ein paar Demos kopiert wem auf Leerkassetten und hast dann andere Demos gekriegt oder Live-Aufnahmen oder Proberaumaufnahmen, Rehearsal-Tapes, was auch immer hat es da gegeben. Und so ist diese Szene sehr schnell eigentlich entstanden. Aber da hast du zu den richtigen Leuten die Musik schicken müssen. Und dann hast du auch eine Rezension bekommen vielleicht, ein Fansein, ne? Und dann kam plötzlich schon die Post. Also wirklich noch 2-3 Monate, nachdem wir da angefangen haben und die ersten Rehearsals ausgeschickt haben. Ich habe nicht einmal mit Demos begonnen, ich habe eigentlich Rehearsal-Demos ausgeschickt. Und das erste ist eigentlich ein Proberaum-Demo. Kam schon Post aus Rumänien und Chile und Amerika und was weiß ich wo, die ganze Welt plötzlich. Ja. Sprich, das sind halt auch Tape-Trader gewesen, die das gelesen haben oder bekommen haben und dann halt irgendeinen Brief geschickt haben, ich hätte gern mehr oder ich hätte gern was halt was und ich hätte was zum Tauschen und so ist es halt sehr schnell entstanden. Ja. Und so muss man das sehen. Ja. Also das waren die sozialen Medien der 80er, ja, die Briefpartner oder die Brieffreundschaften, die man dann hatte. Ja. Der Patrick war genauso wie ich ein Tape-Trader, ein ganz intensiver, was ich mir erinnern kann. Ich habe auch mit ihm getauscht und der wird genauso seine Probe am Bandeln verschickt haben und seine Demos und hat dadurch auch genauso parallel, unabhängig eigentlich, aber parallel, so wie Bungent dann, sehr schnell einen kleinen Status bekommen. Und der gleiche Typ, der das initiiert hat, diesen Deal mit Blast, war genauso ein Tape-Trader in Wahrheit, ein Fan, großer Fan, lebt leider nicht mehr. Und der hat, mit dem tauscht, aber der hat auf jeden Fall uns kontaktiert. Er arbeitet für Nuclear Blast, er hat auch sein eigenes kleines Label, aber er arbeitet für Nuclear Blast und er hat quasi von seinem Chef, vom Steiger, einen Auftrag bekommen, neue Bands aus diesem immer wachsenden Underground zu signen oder zu finden. Und er steht total auf Bungent und auf Disharmonic. Und weil wir beide Österreicher sind, wieso wollen wir nicht das Splittle B? Oder wieso wollen wir, er würde gerne beide signen und am einfachsten wäre doch gleich mit einem Splittle B anzufangen. In den 80er waren Splittle B auch sehr beliebt, muss man dazu sagen. Ja, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Das war sehr beliebt, das kam, glaube ich, eher aus dem Hardcore. Aber es war sehr beliebt und fürs Label war es nicht einfacher, wenn man zwei Bands vorstellen konnte mit einer Platte. Ne? Ich glaube, das war auch ein ökonomischer Gedanke dahinter. Und uns war es sehr recht, weil wir haben gar nicht so viel Material gehabt für LP in Wahrheit. Das war viel zu schnell, ja, weil das kam schon. Ich habe im Sommer 88 ein richtiges Thema aufgenommen, ein Studio in England. In Eigeninitiative und das hätte eigentlich unser erstes Demo werden sollen. Und bevor das erschienen ist, habe ich schon das Angebot bekommen von diesem Typen. Das heißt, das hat sich dann erübrigt, dieses Demo fertig zu machen oder rauszubringen und zu verschicken. Und dadurch gab es gar nicht viel mehr Material oder noch nicht fertiges genug Material. Es war uns sehr recht, ja, und diesmal vielleicht auch, weiß ich nicht. Und das war da, was der Österreich-Geschichte, ne? Das ist ja der österreichische Platten. Und ja, war okay. Und wir haben, das war ein guter Start auf diesem eigentlich Hardcore-Punk-Label. Ja.
dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch war. Und die hatten nur Lizenzplatten rausgebracht, sprich, die haben eigentlich nur so Ami-Hardcore lizenziert, also Bands und Platten, die schon existiert haben in Amerika, lizenziert und für den deutschen oder europäischen Markt rausgebracht. Das war eigentlich der Beginn von Blast. Und die ersten Signings, die eigentlich richtigen eigenen Signings, waren unter anderem in Punjant, ja, und Disharmonic. Und so ist das dann entstanden. Ja. Und deswegen ist das so schnell gegangen alles. Ja. Mir war immer wichtig, also der Sound war natürlich am Anfang härter, schneller als alle anderen, ne? Klarerweise, das war immer das erste Credo und so brutal wie möglich zu klingen und so weiter und so fort. Und damals gab es ja wirklich fast monatlich neue Rekorde, ja, von Schnelligkeit und Brutalität und tiefer gestimmten Gitarren. Und dadurch, das hat schon begonnen Jahre vorher mit Speed Metal, ja, die sind noch schneller, die sind noch härter, so in die Richtung, der Sänger ist noch tiefer. Und das war natürlich auch unser Ziel, oder? Unser Einfluss, ja, das so extrem wie möglich zu machen und natürlich auch zu übertreiben. Ja. Es gibt dann Bands, die es total übertrieben haben, wie Carcass. Ne. Das war dann ja nur mehr ein Gegurgel und ein noch tiefer gestimmter Gitarren, wo eigentlich die Saiten schon einmal lose herumhängen. Wahrscheinlich, aber das war halt auch denen ihr Ziel, ne, wahrscheinlich so extrem wie möglich zu sein, auch um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber natürlich auch um ihre musikalische Ding auszudrücken. Und das Artwork, Skaka ist auch ein gutes Beispiel, die haben ihre Leichenfotos gehabt, das war damals auch was Neues wahrscheinlich, ist ganz wichtig, finde ich, für egal welche Musikrichtung und für welche Band, weil in Wahrheit, ich meine jetzt vielleicht nicht mehr so stark wie früher, aber in Wahrheit, wenn du ins Plattengeschäft gehst, zumindest damals, da gab es ja nicht einmal eine Möglichkeit, dass du nachschaust, ja, du hast dich vielleicht ein bisschen weiterbilden können mit einem Magazin, wenn es eins gegeben hat, da hat es sogar wenig gegeben, aber eigentlich bist du ins Plattengeschäft gegangen und hast noch einen Cover eingekauft, ne, und nicht noch irgendwas anderem, ja. Später dann in guten Fällen hast du das schon gelesen, dass das gut ist oder dass das so und so klingt und man hat sich auch angesprochen vom Text, ja, von der Rezension. Aber im Prinzip ist ein Cover eigentlich dazu da, dass es den interessierten Einkäufer einmal ein Auge wert ist und dass der einmal genauer schaut. Und beim Metal überhaupt war es so, du hast eigentlich in den 70ern auch schon, Ende der 70er, Anfang 80, wie dieser Metal, sag ich jetzt mal, begonnen hat, bist du ja oft nach Cover gegangen und dann später auch nach Labels. Ja. Und eigentlich waren es alles Fantasy-Cover, ja. Meistens gemalte Fantasy-Cover. Da gibt es super Sachen, das gefällt mir auch. Aber ich wollte für Punjant eigentlich nie was Gemaltes haben. Ja. Also damals, die Split, okay, das hat alles schnell gehen müssen, das hat dann, ist dann gezeichnet worden, das ist halt so gewesen. Dann, und die Single überhaupt, fürchterliches Cover, hätte ich so nie rausgebracht. Das war das Demo, das englische Demo, was ich da angesprochen habe, wurde dann auch noch schnell vermarktet, weil es nichts gab, weil es so schnell nichts gab. Aber der eigentlich erste LP war For God Your Soul mit diesen schönen Leichenteilen und das war eigentlich das erste richtige, sag ich jetzt einmal, Cover, das die Band präsentiert hat. Ja? Und Fotos sind immer realistischer und immer härter, als was gezeichnet ist. Das war mein Ding. Und dadurch, dass das schwarz-weiß war, mehr oder weniger, und auch das zweite schwarz-weiß, und hatten wir auch noch einen, das glaubt man gar nicht, es gab eigentlich keine Schwarz-Weiß-Cover, da ganz wenig. Ja, die waren alle bunt. Ja? Und wenn du buntes Cover machst, okay, ja, Carcass Leichenteile, aber sonst hat das Bunt eigentlich, nimmt eigentlich die Härte auch weg. Ja. Deswegen war das Schwarz-Weiß auch sehr gut. Ja. Das war halt, dadurch wirkten die Fotos noch härter. Ja. Und sie waren natürlich auch irgendwie surreal. Ja. Sprich, die Leute waren wahrscheinlich irritiert. Ne. Und das war, ist ganz, ganz wichtig. Jetzt weiß ich nicht, heutzutage läuft das alles ein bisschen anders. Die Leute gehen nicht mehr suchen in einem Plattengeschäft, meistens nicht, sondern streamen das irgendwie und hören was zuerst. Da ist das Cover wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig. Ja. Es ist dann schon eine Verpackung, ja, wenn du es dann kaufst, aber eigentlich, du kaufst nicht mehr nach Cover. Ja. Das ist eigentlich ausgestorben dann später. Ja. Aber das war damals für Punjant ganz, ganz wichtig. Die Leute, die was das stört, das sind ja keine Konsumenten von deiner Musik. Das sind ja wahrscheinlich welche, die das schlecht finden, negativ finden, aus religiösen Gründen oder was auch immer. Ne? Aber die haben wir damals wahrscheinlich auch erwischt. Meistens waren sie dann Eltern von diesen Jugendlichen. Ne? Dadurch kam es auch immer zu Anzeigen. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel noch immer die
Fagotti Solo und die Club Mondo auf dem Index in Deutschland. Ne? Wurde jetzt gerade verlängert letztes Jahr. Nach 25 Jahren kannst du etwas frei. 25 Jahre ist es auf dem Index und das ist schon erfüllt bei Forgot Your Soul. Natürlich. Und weil die Anzeige kam, glaube ich, 96, 95, 96. Aber es ist 25 Jahre sind erfüllt. Und dann kriegst du dann wieder ein Schreiben von dieser Prüfstelle und dann kannst du das mit neuen Argumenten von dieser Indexliste freikriegen. Nur in dem Fall, was hat sich da geändert? Ne? Die Aussage ist ja die gleiche geblieben, ja, in Wahrheit. Ja. Manche Filme kommen dann weg von dieser Liste, weil sie halt Cartoon, comichaft schon sind und nicht mehr so ernst genommen werden wie in den 80ern. Aber da sind die Aussagen noch immer die gleichen, das Cover ist das gleiche. Das braucht man, wurde verlängert, also es ist weiterhin ein Index. Ne? Ja, es verstört sicher, wenn es der Falsche sieht, dann wird er sich die Nase rümpfen oder das nicht gut finden. Ne? Aber im Wald ist der Kindergarten. Ne? Wir hatten das Glück, weil wir auch so früh begonnen haben, dass wir quasi auch die Trendsetter waren oder ein Teil dieser Trendsetter waren, dieser Welle. Und nicht welche, die das dann noch gemacht haben oder halt auf diesen Ding aufgesprungen sind, sondern wir waren halt einfach schon da und etabliert irgendwie, ja, zwar im Underground, aber etabliert und Korps hat sogar später begonnen als wir, glaube ich, aber ich sage einmal, 93, 94 war das sicher, 92, 93, 94 war das sicher das Höchste, da war der Peak, ja, da war Death Metal weltweit am populärsten. Dann ging es runter wegen einem Black Metal, hätte ich gesagt. Und Cannibal Corpse war halt, weißt du, Amis, ein wilder Namen, irgendwelche Zeichnungen mit Embryos und was auch immer. Und halt ein extremes Gegurgel auch. Ja. Das hat den Amis, die dann halt dann das verfolgt haben, wahrscheinlich war das Aushängeschild, ja, schätze ich mal. Ja. Und vielleicht sind sie deswegen dazu in diesen Film gekommen, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, der Peak war 93, 94, hätte ich gesagt, und das war spürbar an Besucherzahlen, an Verkaufseinheiten natürlich, an Möglichkeiten zu spielen weltweit. Ja, das war sicher eine tolle Zeit und auch da waren auch die meisten Bands herum. Ne? Aber wie immer und wie oft und wie bei allem, es waren zu viele eigentlich. Ne? Und das hat es auch wieder nicht tot gemacht, aber hat es halt ein bisschen. Es war halt ein Overload an Bands, die plötzlich alle das Gleiche gemacht haben. Und klar, logischerweise muss dann was Neues kommen, was sich abhebt und was anderes ist. Und das war dann der Black Metal, der dann auch dann ein paar Jahre später ja auch viel zu viel rausgebracht hat. Ja. Also das sind alles so Wellen. Ja. Es kommt und geht ja auch in allen 5 bis 10 Jahren, ändern sich Sachen und kommen Sachen von früher wieder zurück. Das kann man ja bis in die 60er Jahre zurückverfolgen, dass das immer ein Trend kommt und geht, ja? Und wird von etwas anderem abgelöst, der dann auch wieder geht. Das stimmt, der Black Metal ist auch in Wahrheit ist ja sehr punkig, zumindest der rohe Black Metal, der eigentlich gute, ja? Und der ist eigentlich sehr räudig, ja, wie auch der frühe Death Metal war. Ja. Das ist leider auch verloren gegangen, wenn ein Hype passiert, und es war ein Hype im Wahrheit beim Death Metal genauso, ja, dann und es ist plötzlich so viele Bands rausgekommen wie Schwammerln. Manche haben eine Vorvergangenheit gehabt, die nicht so hart war. Ja. Die ist dann, was ich meine, das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn eine Band ihren Stil wechselt, weil es gerade in ist. Ja. Das sind meistens die richtigen Scheißbands. Und die haben dann meistens wahrscheinlich auch, kann man sich ja nachvollziehen. Ja. Naja, wenn du als eine Band, die ein Vorleben hat, ja, und klingt wie eine Poser-Band, sage ich jetzt einmal, das war früher in den 70ern, 80ern, ja, ein sehr, sehr weit verbreiteter Begriff. Ja. Und dann plötzlich siehst du, die verkaufen Death Metal, verkaufen um 20.000 Platten mehr, na, jetzt müssen wir auch Death Metal machen, dann ist es jetzt würde ich sagen true, ja, das ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Und diese Bands wahrscheinlich haben auch den Fehler gemacht, es dann so gut wie möglich zu produzieren. Und das war beim Death Metal eigentlich nicht Sinn der Sache, zumindest am Anfang. Ja. Na klar, ist eine gute Produktion. Eine gute Produktion ist nur dann gut, wenn sie bestimmte Attribute erfüllt. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass sie gut produziert sein muss. Ja. Und beim Death Metal ist das dann schon sehr geschliffen geworden und es war dann nur mehr technisches Herumgewichse. Mir war das auch viel zu viel, das war überhaupt nicht meins. Ja. Deswegen, mit Punk habe ich auch nichts zu tun in dem Sinne. Aber es ist natürlich punkiger, wenn man früher Punch and hört,
Genauso wie beim Black Metal. Ja. Und gerade beim Black Metal vor allem. Ja, ich glaube, diesen Leuten hat dieses geschliffene und dieses polierte, überproduzierte beim Death Metal überhaupt nicht gefallen. Und deswegen ist es so radikal schlecht produziert geworden. Ja. Und das ist eigentlich das war eigentlich das vom Black Metal. Das hat aber lang gebraucht, bis es das durchgesetzt hat. Weil die ganze Zeit vom Death Metal war der Black Metal parallel schon existent. Ne? Das hat aber keiner wahrgenommen. Das war das Super Underground. Das ist ja erst dann nach dem Death Metal, wie das weniger geworden ist, gekommen. Ja. Ich verfolge den ganzen Bewegungen im Metal überhaupt nicht, interessiert mich auch überhaupt nicht. Es ist alles erledigt, das ist alles gemacht worden in den 80ern und 90ern. Das sind alles nur Wiederholungen und wie du sagst, wahrscheinlich auch viel zu technisch, viel zu überproduziert, viel zu geschliffen, viel zu quantisiert und dadurch hat es wahrscheinlich auch sehr viel Reiz verloren, ne? Weil es halt das Spontane und das diese Aufbruchstimmung, ja, dass du auch merkst und siehst, da entsteht was Neues, ist lang vorbei. Ne? Und vielleicht auch sind wir auch alle zu alt geworden. Ich glaube auch, dass eine bestimmte Jugendheit oder Jungheit dazugehört, um das richtig knackig und spannend zu machen. Ja? Tja, wie ich damals das gemacht habe, vor Bungeon und auch zu Bungeon am Anfang, ich habe weder gescheit spüren können noch sonst irgendwas. Aber und das war auch nicht mein Ziel. Mein Ziel war das, so radikal und extrem wie möglich zu machen, mit dieser Art Musik, die mir gerade zu dem Zeitpunkt am besten gefallen hat. Und das ist mir gelungen. Und viel mehr noch ist mir gelungen damit, als ich mir je erwartet habe. Ja. Und das muss eigentlich das Credo für jeden sein, ja, der irgendwas Radikales machen will. Ja. Wenn ich Musiker werden will, dann gehe ich in eine Ausbildung und dann mache ich gerade das, was en vogue ist und komponiere für irgendeinen Idiot irgendwas, wo ich Millionen verdiene nebenbei und keiner kennt mich, dann werde ich dieser Musiker. Aber wenn ich was radikal Musikalisches machen will, ja, ich sehe mich da eher als universellen Künstler, ja. Der gehört ja, wie gesagt, das Cover genauso dazu, wie Image, wie Fotos, wie alles andere. Da muss ich auch radikal denken und dann darf man nicht, da muss man ganz, glaube ich, jung sein und etwas, eine Art Vision haben. Die kann sich dann verändern, aber man muss mit was Radikalen beginnen und das auch dann wirklich durchziehen. Ja. Und das haben die Black Metal Leute genauso gemacht wie die frühen Death Metal Bands wahrscheinlich und wie das Speed Metal. Ja. Das war was Neues, was Knackiges, was Frisches. Und jeder, da hat sich keiner was geschissen. Ja. Da gab es auch keine Konventionen und keine Limits. Ja. Ich hab da losgeprügelt und das war die Nummer. Nach 3 Minuten war die aus oder nach 1,5, wie auch immer. Und die hat dann halt einen wilden Titel gekriegt und wie auch immer. Ja. Es ist halt einfach. Das waren Statements auch kurze, ja, kannst du sagen. Beim Punk Hardcore genauso, ja. Und das ist auch der Zeit geschuldet, ja. Das kannst du nicht mehr reproduzieren. Du kannst es noch machen, aber das wird nie mehr so sein. Nein, einmal die Leute, die es früher gemacht haben, können das so nachmachen, dass es so wie früher klingt, ja. Es wird niemandem gelingen, niemanden. Und jede Musikrichtung, jede Band hat dieses Problem in Wahrheit, wenn man das als Problem sehen mag. Aber viele sehen das Problem, weil sie es ja gern hätten. Sie würden gern wieder so klingen wie auf ihrer besten Platten von 1971 oder 1987. Aber das werden sie nie schaffen, weil das, was sie damals hatten, weg ist. Ich weiß gar nicht, ob das neue Bands je hatten, ja, diesen Anspruch und dieses Ziel oder diese Herangehensweise. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die haben da vorgesetzte Schemas, ja, so muss das klingen, so muss das dann durch diese Möglichkeiten, dass das daheim eigentlich einspielst auf einen Rechner. Der Schlagzeuger kann das mehr oder weniger irgendwie spielen, dann wird das quantisiert, zurechtgeschoben, ausbessert. Das ist dann so halb programmiert. Das ist eigentlich das, was du im Proberaum erreichen kannst, könntest, weg. Schau mal, ja. Komplett weg. Sprich, da ist der Ausgangspunkt der falsche schon, ja. Ich glaube nicht, dass das jemals so wieder klingen wird, wie es klingen könnte. Ja. Außer du gehst wirklich so radikal vor, dass du den nix scheißt, keine Konventionen hast, keine Grenzen setzt und dann im Proberaum mit dann musst du das Glück haben, Gleichgesinnten, ja, die genauso denken wie du in Wahrheit, ja, das halt dann produzierst. Nur dann, glaube ich, kannst du etwas schaffen, was so frisch und extrem klingt wie damals. Ja. Wird nicht mehr der Fall sein. Ja. Spätestens dann, wenn sie einen Plattendeal kriegen oder wenn sie irgendwas gescheit und dann produzieren müssen, ist es schon vorbei, glaube ich. Ja.
Das ist halt, deswegen muss man das auch so erleben, zu dem Zeitpunkt, wo es war. Du kannst nichts im Nachhinein so erleben, wie es ist, ja, gewesen ist. Ja. Beim Film genauso wie bei der Musik, bei allem. Ja. Alles, was jetzt kommt, das ist nur mehr nachgemacht. Da ist ein Aufguss oder eine neue Variante von dem, was es schon gab. Ja. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich sage mal in den 90er, seitdem gibt es nichts mehr. Das war sicher damals wichtig und war auch optimal, gerade für den Black Metal. Ne? Aber das ist jetzt, mir ist das schon, du müsstest was Radikales machen gegen Moslems oder gegen was halt was. Ja? Du müsstest wirklich menschenfeindlich sein. Ja? Das waren sie eh auch im Wald. Ja? Aber du müsstest wirklich was ganz Radikales durchziehen. Ja? Aber dann bist du sofort ein Rassist. Oder, weißt du, das ist gar nicht mehr so möglich wie früher. Ja? Die Kirchen waren irgendwie so ein leichtes Ziel und auch leicht anzugreifen. Jetzt ist es alles so gleich, jetzt bist du gar nicht gegen eine Religion, sondern bist gleich ein Rassist und ein Nazi. Ja? Also das ist nicht mehr so einfach. Ja. Du kannst eigentlich das schwer hernehmen als dein Wirkungsfeld, wo du dich austobst. Ja. Da wirst du Probleme kriegen. Und das ist aber keine guten Probleme. Ja. Es ist ja nie schlecht, wenn man Probleme kriegt in dem Sinne. Ja. Weil dann, weißt du, jede Werbung, und die ist die beste Werbung, wenn du Probleme kriegst mit irgendwelchen Ämtern und Stellen und Verboten. Ja. Nein, es ist das Beste für deinen Ruf, ja? Weil du natürlich dann, es wird ein Mythos, wenn es es noch gibt, ja? Und nicht erst danach. Das war jetzt nicht das Ziel bei uns, aber das ist halt passiert. Und witzigerweise ist es passiert, wie es Bungent gar nicht mehr gegeben hat in den 90er Jahren. Also 5, 6 und 1 sind die Sachen angezeigt worden, da hat es Bungent gar nicht gegeben, da war mir das völlig wurscht. Ja? Aber für den Verkauf und für den Ruf war es natürlich sehr gut, ja. Aber es gab andere, wir haben Probleme gehabt zu einem Zeitpunkt, wo es uns noch gegeben hat. Weil du gesagt hast, den Kopf, wo man nicht gesehen hat, dass das einer ist. Ja. Wir sind, die Platten ist in Australien verboten worden, zu dem Zeitpunkt, wie sie rauskommen, also kurz danach, wie sie rausgekommen ist. Verboten worden, durfte man nicht importieren, durfte man nicht handeln damit und nicht verkaufen. Natürlich war das für uns, ich habe immer gesagt, ich will nach Australien. Ich habe gesagt, jetzt ist ja der beste Zeitpunkt. Ne. Es war ein Riesenskandal da drüben und wir haben dann wen gefunden, das gibt gebucht hat und da kam gerade die Rhymes raus, die nächste Platten, die kam dort raus, die wurde sogar in Australien gepresst, weil sich wer gefunden hat, der das natürlich ausgenutzt hat, diesen Hype. Ja. Und dann gab es auch eine Fernsehsendung, ja, wieso kann eine Band da spielen und Nummern spielen von einer Platte, die bei uns eigentlich verboten ist. Also das hat dann, und die Tournee war extrem erfolgreich, gut besucht und war legendär in dem Sinne. Und da hat uns das natürlich extrem geholfen. Ja. Es hätte so oder so passiert wahrscheinlich, ja, wie das war, aber das war natürlich noch einmal ein Aufguss, der toll war. Und das Beste war, dass diese Behörden, kann man jetzt erinnern, das beklagt haben, dass das eine Schwulenszene auch noch ist. Also quasi, das war sehr homophob von denen, dass wir da quasi Homosexualität auch noch bekräftigen. Also das habe ich total bizarr gefunden. Ja. Die haben nicht erkannt, dass das ein Kopf ist. Quasi zwei Männer küssen sich, zwei tote, also zwei abgehackte Männerschädel küssen sich, sprich, es wird auch die Homosexualität gefördert. Also man dachte, bist du deppert, wo fliegen wir da hin? Aber es war natürlich super. So gesehen, man braucht da nichts mehr hinterfragen. Es ist immer gut, ja, die Negativwerbung ist fast die beste. Ja. Mhm. Aber zumindest damals war es so. Weißt du, ob das jetzt, es ist schwierig jetzt in diesen ganzen sozialen Medien-Scheißdreck. Hast du ja bis sofort in der Nazi- und Rassistenliga und wirst wahrscheinlich nicht sein, außer du bist das auch wurscht und spürst du damit. Aber du bist gleich viel schneller abgestempelt und du wirst ins Out gestellt. Ja? Und das, früher gab es irgendwie das Out nicht. Ja? Das Out war eigentlich, wir waren sonst so im Out. Ja? Wir waren gar nicht da. Ja? Die zwei haben uns auch geredet, oder mit denen sind wir ins Reden gekommen und dem gesagt, dass riesige Death Metal Fans und Bungent Stench Fans sind und qua. Und die habe ich auch wahrgenommen auf der Bühne, die anderen weiß ich jetzt nicht. Und mit denen haben wir ein bisschen geredet und das war sehr nett. Ja, weil die waren wahrscheinlich, oder sind wahrscheinlich jünger als wir, ne? Und haben genauso als Musikfans begonnen. Ne? Und wahrscheinlich sind sie Anfang der 90er in diese Death Metal Hysterie. In Amerika war das auch sehr, sehr angesagt und sehr beliebt. Genauso hineingekippt als Jugendliche. Ne?
Und es ist nett, wenn du das dann gesagt kriegst von wem, der eine riesen Band hat. Ne? Und sehr hart eigentlich, aber ich habe es nie jetzt verfolgt. Ich habe nie was wirklich aktiv gehört, aber also ich habe es damals mir angeschaut und es war sehr, sehr heavy und super gemacht. Es war eine tolle Show. Also ich habe schon verstanden, warum den damals Jugendlichen das die sehr beeindruckt. Ne? Dann die Maskengeschichten. Es war ein gutes Image, ja? Das war sehr gut gemacht. Ja? Nur wie, mir war das halt so New Metal und so, oder wie war das nicht? New Metal, glaube ich, ne? Oder Metalcore, oder was das geheißen hat. Keine Ahnung. Das war mir halt so, pff, ja. Ich habe, mich hat Metal ab, ganz schwer sagen, aber Anfang, Mitte 90 eigentlich nicht mehr so interessiert. Ja. Ich habe das nur gespielt und alles und verkaufe noch immer, aber mich hat das nicht mehr interessiert, diese Band. Ich bin dann musikalisch in eine andere, ganz andere Richtung entwickelt und habe das, das Geschäft natürlich noch mitbekommen, aber es war nochmal peripher für mich interessant. Ja. Es war, da gab es ein paar Bands, die ich von früher geschätzt habe, die dann immer wieder gehört habe und auch neue Sachen gehört habe. Und manchmal gab es vielleicht irgendwas Neues, also ich rede von den 90er, ja. Ja, was mir dann irgendwie gefallen hat. Aber in Wahrheit war ich schon lange kein Metaller mehr, so wie in den 80ern. Ne? Das war völlig vorbei. Elektronisch, sehr düster elektronische, industrial-lastige Geschichte, aber mit Fokus auf Soundtracks. Also das ist was, Soundtrack-Musik für einen imaginären Film. Ja? Und die Platten, die es schon gibt, und auch die jetzt gerade rausgekommen ist, das sind Platten, die bestimmte Komponisten aus den 70ern, 60er, 70ern, 80ern Hommagen an diese Komponisten und an bestimmte wichtige Stücke von denen. Und die sind dann im Stil von uns, also ich bin ja zu zweit, bin nicht alleine, intoniert. Ja, das klingt manchmal sehr ähnlich wie das Original, ja, nur halt in einer elektronischen Version. Oder es ist wirklich nur ein Einfluss zu hören und dann ist es kein Cover mehr, sondern es ist ein eigenes Stück daraus geworden. Aber du merkst, wo es herkommt. Ja. Aber es ist eine Hommage an diese Leute und die neuen Sachen, die jetzt kommen in Zukunft, sind nur Eigenkompositionen. Ich weiß es nicht wie, ich mache überhaupt keine Werbung, nichts. Seit Jahren mich interessiert das eigentlich nimmer so gesehen, ja, wer da kommt und wer da geht. Es passiert, ja, aber es ist etabliert. Ich habe einen Ruf, es gibt das Geschäft seit 25 Jahren, glaube ich. Und ja, es kommen da Leute rein, die wahrscheinlich jünger sind, ja, als mein Geschäft existiert, die das irgendwo gelesen haben, ja, oder die halt, oder weil sie Österreicher sind, die österreichische Band dann auf das gestoßen. Ja. Und das ist auch schön, ja. Die kaufen das oder finden das gut. Und das muss man dazu sagen, das ist, die kaufen das sogar noch. Ja. Also die tun das nicht streamen, sondern die kaufen Tonträger. Ja, das sind ja nicht viele wahrscheinlich, aber doch, es gibt noch immer wirklich junge, also unter 20, die Platten und CDs kaufen und quasi zum Sammeln beginnen. Und das freut mich, ja, dass das nicht komplett ausgestorben ist oder einmal aussterben wird. Ja. Und nur mehr, weil ich glaube, Vinylsammler, der Großteil der Vinylsammler ist 40 plus. Das sind alles Leute, die das früher auch gehabt haben und die ihre Sammlung erweitern. Ja. Ich glaube nicht, dass es so viele Sammler gibt, die jetzt 20 sind, vom Vinyl. Ja? Das spricht ein älteres Publikum an, in Wahrheit. Ja? Also wenn dann junge Leute kommen, die das auch kaufen, freut mich das natürlich immens, weil dann entweder haben sie einen Vater, der das auch schon zelebriert hat, oder sie haben durchs Lesen mitbekommen, dass das ein Teil der Musik, des Musikhörens ist, ne? Dass man auch einen Tonträger auflegt und auf Play drückt oder die Nadel auflegt. Und das ist... ist sehr selten heutzutage. Aber diese Leute, die sprechen mich dann auch an und die meisten kennen das oder kaufen das auch da. Und das ist nett, ja. Ja, so muss es sein, ne, in Wahrheit. Das war gedacht als österreichischer Underground-Sampler, was er ja war, aber von verschiedenen Musikrichtungen, die halt verschiedene Underground-Musikrichtungen und da waren Fetisch dabei und Banjo war um dieser Monik. Nein, diese Mal glaube ich nicht, aber oh ja, vielleicht. Das heißt doch, wir waren auf jeden Fall um. Ja. Und ein paar Industrial Electronics auch waren um und ein, zwei Hardcore-Bands vielleicht da. Und man muss offen sein. Aber das kommt mit Alter auch. Das kannst du nicht. Du kannst nicht mit 18 offen sein für alle Musikrichtungen, die es gibt. Wenn du so offen bist für alles, dann hast du keinen Geschmack.
dann bist du das andere Extrem. Dann bist du einer, der eigentlich nicht weiß, was ihm taugt. Dann hörst du ein Radio oder irgendeinen Scheißdreck nebenbei. Das, dann bist du auch kein Guter. Hör, was ich meine? Dann bist du für alles irgendwie offen, aber eigentlich für nichts. Ja? Du hörst das, was dir irgendeiner vorspielt. Und das findest du vielleicht gut oder nicht gut in dem Moment. Aber du bist nicht fokussiert. Und das muss schon sein. Aber der Geschmack ändert sich mit den Jahren. Und du lässt dann das, was dir früher gefallen hat, auch ruhen. Du hörst es ja dann eine Zeit lang nicht. Ja? Und wieder entdeckst du es für dich ja selbst wieder. Ja? Sachen aus den 80er habe ich in den 90er wahrscheinlich wenig gehört oder weniger und habe dann später wieder entdeckt für mich. Ja? Und jetzt, da gibt es dann die Klassiker, die persönlichen natürlich, ja, die man immer hören wird. Ja? Weil man es halt als sehr junger schon gehört hat und weil sie einen geprägt haben, so wie die, wahrscheinlich dein Sampler da von mir. Aber weißt, weil du das zu dem Zeitpunkt, zu einem wichtigen Zeitpunkt in deinem Leben gehört hast. Deswegen ist es für die wichtig. Weißt du, was ich meine? Und da gibt's, für jeden gibt es da Platten aus seiner Jugend, die wichtig sind. Das kann man gar nicht anders erklären. Das ist eine persönliche Geschichte. Ja? Kann nicht sagen. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade Buttering. Ne? Die haben es am besten verkauft. Und war auch die homogenste. Da war man am besten, da war man, da war das musikalische Können am höchsten entwickelt. Wahrscheinlich. Und wir waren sehr eingespielt, sehr eingeprobt, weil wir sehr viel live gespielt haben. Und dort uns auch eine Live-Aufnahme, also eine Live-Aufnahme, natürlich ist alles noch hintereinander aufgenommen worden, aber das war halt eine richtige Aufnahme noch. Ja. Was du dann völlig gemacht hast, dass wir da angefangen müssen von vorn. Also es war eine gut eingespielte Platte und sie hat ein schönes Artwork und sie hat einen derben Sound. Wahrscheinlich war das unser Zenit, natürlich. Ja. Aber wir hatten nach der Platte auch einen Bruch. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind dann viel rock'n'rolliger geworden, weil uns das mehr taugt hat. Ja. Weil uns das, was wir vorher gemacht haben, uns selbst schon gelangweilt hat ein bisschen. Oder gelangweilt nicht, aber es war genug. Wir haben drei Platten gemacht und das war, wir wollten ein bisschen was anderes, ein bisschen uns weiterentwickeln, sagt man. Also wir wollten die damaligen Einflüsse mehr in die Band reinlassen, was wir zulassen haben. Und deswegen ist es auch rock'n'rolliger geworden. Ja? Und grooviger wurden. Und das war dann ein weiterer Weg von uns. Ja? Also wir haben uns da auch nicht so viel geschissen. Ich habe jetzt nicht gesagt, wir müssen genauso klingen wie auf der ersten Platte. Das war nie das, im Gegenteil, ich habe gesagt, pff, das klingt so langweilig. Da kommt jetzt der Prügelding, die Riffs haben lächerlich gelungen für uns jetzt. Ne? Wahrscheinlich für einen Fan nicht, aber für uns ist das so, das ist so belanglos. Ja? Weißt du, weil du das schon so oft gemacht hast und so oft gespielt hast und ist das schon rausgehängt. Das war immer die gleichen Art von Riffs. Die haben dann nicht mehr hart genug geklungen für uns selbst. Vielleicht war es nicht der Fall, aber es hat uns nicht mehr erfüllt. Deswegen war dann weg von dem ein bisschen. Ja. Atrocity fand man dann neu. Das ist ja ganz fürchterlich. Erste Single wie Carcass, ein Carcass-Ripoff. Erste LP, Morbid Angel-Ripoff. Ich glaube, die zweite LP, Type O Negative-Ripoff. Also alles, was später waren, so eine neue deutsche Welle mit deutschen Texten. Auf Rammstein-Sound mit deutschen Texten. Also wird jeder Trend von in allen zwei Jahren, wo gab es was Neues, wurde das kopiert. Also, und dann auch Deutsch, so mit den deutschen Herangehensweise, wo du erkennst, eine deutsche Band. Schrecklich. Also sowas war nie wirklich erfolgreich. Ja. Die haben es gut nachgemacht. Ja. Aber wenn du, dann kannst du gleich eine Coverband werden. Dann sagt, heute spielen wir nur Type O Negative-Nummern, nächste Woche spielen wir nur AC/DC-Nummern, weil es gerade erwünscht ist in dem Wirtshaus. Ich meine, das ist ja nicht, also wenn du so glücklich bist als Musiker, bist du eigentlich ein armes Würstel. Ne? Ja, waren wir auf Tour. Erste Tournee von ihnen in Europa. Ja. Auch Zufall. Reiner Zufall. Wir waren gerade, da kam gerade die Pink Hot raus. Und wir haben eine eigene Tournee gehabt, einen Monat vorher, im November. Vor allem Deutschland. Und da kam zeitgleich ein Angebot. Type O kommt im Dezember nach Europa und die eigentlich geplante Vorgruppe, englische Band, hat abgesagt, ob wir einspringen wollen. Also, Type O, ich bin ein riesen Carnivore-Fan, noch immer. Eine Band, die ich immer hören kann. Ja. Carnivore geht immer. Auch Type O geht immer, aber Carnivore war noch, das war ein großer Einfluss auch für mich und auch für Bungeon, obwohl man es vielleicht nicht so hört. Natürlich, ja, das ist eine Ehre, natürlich. Aber was sind die Konditionen? Na, ihr braucht nur, sie brauchen Equipment, also sie müssen auf unser Equipment spielen und ihr müsst nach London kommen, da fängt die Tour an und dann nichts. Wir haben sogar Gas gekriegt. Na klar, hörst du, ich meine, mit Handkuss, ne?
Also war eine sehr schräge Tour, weil sehr viele Absagen waren durch diesen Nazi-Vorwurf. Aber es war ein großes Erlebnis natürlich. Ne? Wir haben die ja besucht, dann ein Jahr später beim Keyboarder gewohnt, beim Josh in Brooklyn, ein, zwei Nächte, wie wir unsere Amerika-Tour angefangen haben. Ich bin weiter in Kontakt geblieben mit denen. Ich habe Konzert gemacht in Wien für sie. Ich habe die immer wieder getroffen, bis zum Schluss getroffen. Letzte Tournee, ich habe sogar die Thai Bono getroffen. Zwei, drei Wochen bevor der Steel gestorben ist, habe ich den Schlagzeuger und den Gitarristen getroffen in New York. Und da haben sie mir gesagt, das war im März, kann ich mich erinnern, März, ist der gestorben, 2010, weiß nicht, ich glaube 2010. Nächsten Monat gehen wir ins Studio. Da wird dann die Plattenkomponenten aufgenommen und wir haben einen neuen Deal bei Napalm Records. Haben sie mir erzählt. In unserer interessant, aha. Und doch, Napalm Records, das ist für ein schräges. Aber die haben anscheinend sich SPV getrennt und haben kein Label gehabt und die hat anscheinend Geld geboten, noch und nöcher. Und dann haben sie anscheinend dieses Budget schon gehabt und haben dann im April aufnehmen wollen und dann ist der im April gestorben, bevor sie auch angefangen haben. Unfassbar. Also, ich hab's nicht glauben können. Ne?